Ja, So. also sieht die Schaltung dann so aus. Wahrscheinlich schon. Leider habe ich keine Skizze zu der Ja, so Schaltung okay. Und erstellt. was ist denn jetzt die spannende Frage? Also ich Die meine. spannende Frage ist, also bezieht sich eigentlich gar nicht so auf die Werte, sondern da sollte man die Scheinleistung ausrechnen. Ich habe das versucht dadurch auszurechnen, indem ich die Spannung zum Quadrat geteilt durch die Gesamtimpedanz gerechnet und die So, also warte Korrektur. mal, S sagst du, was hast du jetzt gesagt? Scheinleistung S ist. Genau, ist U komplex zum Quadrat Ja. durch Z Gesamt. Genau. So. Und das war aber falsch und Ja. angemerkt war, dass richtig wäre, die Gesamtimpedanz noch zu konjugieren Ja, und mit dem okay. konjugierten Wert zu rechnen. Ja, Warum ja, ja. das jetzt so sein muss. Okay, sehr, sehr, sehr gute Frage. Die kriegen wir jetzt, glaube ich, auch noch ganz vernünftig in der Zeit gelöst. So, also nehmen wir mal an, dass das so die Schaltung ist. Die Werte erscheinen durchaus plausibel. Wir haben irgendwie eine Spannung da. Jetzt, das ist halt U von T, ne? Genau, genau. Daraus müssten wir jetzt im Prinzip uns das U effektiv überlegen. Und das wäre halt einfach die 300 Volt durch Wurzel 2. Genau, das wären 212,13. 212,13 Volt. So, und dann könnten wir das Z Gesamt ausrechnen und das wäre jetzt eben R2. Weiß nicht, warum das jetzt R2 heißt, wenn es nur einen Widerstand gibt, aber nennen wir den mal R2 parallel zu dem ZC plus das ZL. Und da kommt halt irgendwas raus, das könnten wir jetzt im MATLAB auch noch ausrechnen. Ja? Und dann kommt halt ein komplexes Z raus. So, und jetzt ist hier oben bei der Formel, also ich mach mal hier sozusagen so rote Klammern drum und mache mal sozusagen so ein Fragezeichen. Also, wie man auf jeden Fall ein S ausrechnen kann, ist, ich nehme S als U mal I. Und zwar so, dass das, also eigentlich könnte ich jetzt hier an dem U effektiv vielleicht auch mal den Strich hier drunter wieder löschen, weil das jetzt ja nicht notwendigerweise der komplexe Zeiger ist. Also ich nehme halt den Effektivwert der Spannung, ich nehme den Effektivwert des Stromes, rechne die beide miteinander zusammen, dann kriege ich halt ein S raus. Ja? So, und also das heißt, wir könnten jetzt hier das Z gesamt ausrechnen, dann kann ich halt ein I ausrechnen, ein I effektiv, indem ich die Spannung nehme, U effektiv und halt durch das Z teile. Und hier mache ich jetzt mit Absicht keinen Strich drunter, weil ich halt nur den Betrag bräuchte. Ja? So. Und dann kommt da halt ein Strom raus und dann kann ich den Strom da oben einsetzen und dann kann ich das halt ausrechnen. So. Und die andere Variante wäre, ich rechne wirklich eine komplexe Scheinleistung raus. Deswegen mache ich jetzt mal hier einen Strich drunter. Ja, und die komplexe Scheinleistung ergibt sich aus U, also aus dem komplexen U effektiv mal I effektiv als komplexer Zeiger und zwar konjugiert komplex. Ja, das wäre jetzt eine langwierige Herleitung zu zeigen, warum das konjugiert komplexe sein muss, aber es muss das konjugiert komplexe sein. Das kann man an der Stelle jetzt mal so hinnehmen. Das folgt sozusagen aus der Herleitung, wie kommt man von den Zeitfunktionen auf eine Wirkleistung, eine Scheinleistung, eine Blindleistung und so. Und deshalb muss da am Ende sowas hin wie das konjugiert komplexe. So, und wenn ich jetzt mal hier halt damit weitermache, ja, jetzt kann ich ja sagen, U effektiv. Als komplexer Zeiger ergibt sich halt aus dem Z Gesamt als komplexer Zeiger mal den komplexen I Effektivwertzeiger. Ja. Und könnte das jetzt für die Spannung einsetzen, dann würde halt hier rauskommen, das ist Z Gesamt mal I Effektiv mal I Effektiv. Konjugiert komplex. Ja? Ja. So. Und dann kann man halt sagen, eine komplexe Zahl mal die konjugiert komplexe, mal die gleiche Zahl, aber konjugiert komplex, das ergibt immer das Betragsquadrat der Zahl. Also, wenn ich das jetzt zusammenfasse, kommt da halt raus Z Gesamt mal I effektiv
Ja, und das ist jetzt nicht mehr komplex, das ist jetzt nur noch der Betrag, aber zum Quadrat. Mhm. Weil immer gilt, ich habe eine komplexe Zahl, ich rechne die komplexe Zahl mal konjugiert komplex. Ne? Positiver Phasenwege, negativer Phasenwege kommt halt die Zahl zum Quadrat, das Betragsquadrat der Zahl raus. Und das kann ich einfach vielleicht so schreiben, als ohne Strich drunter Quadrat. Das gilt sozusagen immer. Ja. Mhm. So. Und jetzt kann ich natürlich hier das Ohmsche Gesetz auch andersrum hinschreiben. Ich kann ja sagen, I effektiv, ne, wenn ich den Strom haben will, so ein bisschen wie hier unten, was ich hier schon aufgeschrieben habe, bloß jetzt halt mit komplexen Zeigern, ist U effektiv als komplexer Zeiger durch Z gesamt. Mhm. Ja. So, und jetzt will ich ja aber nicht, also das will ich jetzt ja hier einsetzen an der Stelle. Da setze ich aber nicht I effektiv ein. Ich muss jetzt I effektiv konjugiert komplex haben. So, und wenn ich die Seite der Gleichung komplex konjugiere, muss ich auch die andere Seite der Gleichung komplex konjugieren. Ja, ich schreibe das mal so. Ja? Ja. Ich habe jetzt auf beiden Seiten der Gleichung komplex konjugiert. So. Und jetzt kann man sich überlegen, wenn ich eine komplexe Zahl habe und durch eine andere komplexe Zahl teile und dann die komplexe Konjugation ausrechne, ist das das Gleiche, wie wenn ich halt erst komplex konjugiere und dann die Division ausrechne. Also man kann einfach die Reihenfolge der komplexen Konjugation und der Division kann man vertauschen. So. Kann man sich im Prinzip auch herleiten, indem man halt bei den Zahlen einfach mal aufschreibt, ich setze mal hier einen Betrag mal E hoch J Phasenwinkel, Betrag mal E hoch J Phasenwinkel, rechne das aus, mache die komplexe Konjugation und mache das sozusagen auf die Art und Weise. Also die Reihenfolge der komplexen Konjugation und Division kann man vertauschen. So, jetzt nehmen wir halt das hier unten, ja, und setzen das da oben ein und dann steht da halt, jetzt schreibe ich das U-effektiv ab, U-effektiv als komplexer Zeiger und setze halt das hier hinten einmal, U-effektiv konjugiert komplex, durch Z gesamt konjugiert komplex. Und jetzt ist wieder U-effektiv mal U-effektiv konjugiert komplex, ist U-effektiv zum Quadrat geteilt durch Z gesamt. Oh, nicht schön aus. So, Z gesamt. Und jetzt aber eben konjugiert komplex. Ja, und deshalb ist es hier oben schon im Prinzip irgendwie richtig, wenn ich hier sage, das ist jetzt wirklich das Betragsquadrat, ne? Nicht die komplexe Zahl zum Quadrat. Wenn ich die komplexe Zahl zum Quadrat rechne, kommt auch was Falsches raus. Ich muss das Betrag der komplexen Zahl nehmen, den Betrag der Spannung, den quadrieren und dann aber durch die komplex konjugierte Impedanz teilen. So, und jetzt können wir das noch natürlich mal irgendwie kurz in Octave hier machen. Das heißt, ich gehe nochmal in den Editor rein und mache nochmal ein neues Fensterchen auf und mache nochmal ein Clear All und tippe mal jetzt irgendwie diese Werte ab. Ist jetzt mal nur R. R ist 600. So, das XL, ne, das Omega L sind 300. Und das XC sind 200 Ohm. So, und jetzt brauchen wir ein Z gesamt und das U-effektiv, haben wir schon gesagt, sind 300 durch Wurzel 2. So. Und jetzt brauchen wir, schreibe ich mir noch so eine kleine Funktion, die ich mir immer mal schreibe, für die Parallelschaltung hin. Also ein Z1 und ein Z2 kriegen wir halt parallel geschaltet, indem wir Z1 mal Z2 durch Z1 plus Z2 rechnen. So, und jetzt können wir halt ein Z-Gesamt ausrechnen. Das ergibt sich aus dem J mal XL oder vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht schreibe ich, das war jetzt ein Quatsch, ich schreibe mal hier oben gleich Zn hin. Ne? Also das ist J mal 300, das ist minus J mal 200.
So, dann kann ich nämlich hier unten auch gleich mit den Sets agieren. Also ZL plus die Parallelschaltung von dem R und ZC. So, dann kommt da was raus. So, das rechne ich jetzt bis dahin erstmal aus. Nenn das mal komplexe Leistung. So, und dann gehen wir mal ins Befehlsfenster rein. So, da haben wir das jetzt alles. Z Gesamt ist jetzt 60 plus J 120. Ist das bei dir auch rausgekommen? Nee, bei mir sind es tatsächlich 200. Kleiner Augenblick. Dann ist die Schaltung vielleicht doch eine andere. Wie gesagt, das, ich bitte um Verzeihung, dass ich jetzt keine genaue Aussage mit den. Aber es ist ja im Prinzip egal. Also die Werte, genau, die Werte sehen ja nicht allzu falsch aus. Ne? Die so schlecht können jetzt gar nicht sein. So. Und ich meine, jetzt kann man das ja natürlich auf verschiedene Art und Weise machen. Also jetzt kann ich halt mal so wie das hier unten steht, ja, einfach ein I-Effektiv ausrechnen aus wirklich U-Effektiv durch nur den Betrag von dem Z-Gesamt. Also da kommt jetzt gar kein komplexer Zeiger raus, da kommt einfach nur ein Effektivwert des Stromes raus. Der ist nicht komplex, kein komplexer Zeiger, ist nur ein Effektiv. So, jetzt rechne ich halt U-Effektiv mal I-Effektiv, dann kommen halt 335 Volt-Ampere raus. Jetzt hätte ich halt die Formel hier oben verwendet, um die Scheinleistung auszurechnen. Viele Grüße an den Warlock 32.000 irgendwas für ein Abo und Crystal Matt. Sehr, sehr guter Name. So, dann können wir mal die Formel hier benutzen. Also U-Effektiv zum Quadrat. Hier unten. Ne? U-Effektiv zum Quadrat durch Z-Konjugiert-Komplex gesamt. So, und dann, dann kriegen wir halt das komplexe S raus. Ne? Das komplexe S, wenn wir jetzt aber nur das S haben wollen, die Formel fehlt uns hier noch zum Glück, dann müssen wir halt den Betrag von dem komplexen S nehmen. Wenn wir jetzt nur die Scheinleistung haben wollen. Ja? Realteil, also wenn wir die Wirkleistung P wäre der Realteil von dem S, von dem Konjugiert-Komplexen, und Q wäre der Imaginärteil von dem komplexen S. Jo. Machen wir mal. Also jetzt so U effektiv zum Quadrat geteilt durch Konjugiert-Komplex von dem Z gesamt und davon den Betrag. Da sollte jetzt das Gleiche rauskommen, kommt zum Glück auch das Gleiche raus. Haben wir so falsch nicht gerechnet. Ja? Und jetzt kann ich halt noch die Formel hier drüben verwenden, die wir jetzt hier hatten, oder hier, die an der Stelle, I effektiv zum Quadrat mal Z gesamt, aber ohne die komplexe Konjugation. Ja? Und davon auch wieder den Betrag, sollte auch das Richtige rauskommen. Also wenn ich jetzt I effektiv nehme zum Quadrat mal Z gesamt, aber jetzt ohne die komplexe Konjugation, davon den Betrag, kommen auch 335 Volt Ampere raus. Ja, und wenn ich jetzt das nochmal mache mit, also nicht den Betrag, sondern den Realteil, kommen da 150 Watt raus. Wenn ich von der anderen Formel den Realteil nehme, kommen da auch 150 Watt raus. Wenn ich von den beiden, also so, und jetzt wäre noch die Sache, jetzt um hier oben auf die Art und Weise das P auszurechnen, müsste ich sagen, das ist S mal der Cosinus von Phi. Ja, und das wäre halt. Das Phi wäre sozusagen der Winkel von der Impedanz. Ja, der Winkel zwischen Spannung und Strom. So, und wenn ich halt sage, also U effektiv mal I effektiv mal der Cosinus von dem Winkel, mal gucken, ob es den Befehl gibt, von Z gesamt. Fehlt noch eine Klammer. Dann kommt da auch 150 raus. Ja, das funktioniert auch. So, und wenn ich jetzt die gleichen Formeln nochmal mache mit Imaginärteil, ja, so wie das hier drüben steht, Q ist der Imaginärteil von S oder Q auf die Art und Weise hier ist S mal der Sinus von dem Winkel. Dann kommen da 300
Voltampere reaktiv raus. Wenn ich die andere Formel nehme, kommen da auch hoffentlich 300 Dings raus. Also muss ja sein, wenn der Realteil gepasst hat und der Betrag gepasst hat, dann muss natürlich auch irgendwie der Riss passen. So. Und wenn ich jetzt noch die Formel hier nehme und jetzt statt des Kosinus einen Sinus hinschreibe, dann sollten halt auch 300 rauskommen und kommen auch raus. Ja, und da sieht man, es ist jetzt relativ egal sozusagen, wie man das rechnet mit der komplexen Leistung. Wenn man das alles richtig macht, kommt da am Ende schon das Richtige jeweils in jedem Fall bei raus.